Der Bahnhof da, den kennen alle, das ist der Bahnhof Oster. Eigentlich müsste Oster Hauptbahnhof heißen, im Ernst. Und warum? Ich zeige es euch, kommt mit. Das ist eine erstaunlich weite Fahrt. Eine Stunde, da ist immer noch zu Oster. Nennikon, Greifensee. Hier sind wir jetzt auf dem zweiten Bahnhof auf Oster im Stadtgebiet. Er ist etwa 3 Kilometer westlich von Oster. Er heisst aber nicht Oster-West. Er heisst auch nicht Oster-Nenniken, sondern er heisst Nenniken-Greifensee. Nenniken liegt etwa 3 Kilometer nordwestlich von Oster, ist die grösste von allen Aussenwachten und grenzt schon die nächste Stadt oder das nächste Städtli, Greifensee. Der Grenzverlauf zwischen Nenniken und Greifensee ist ziemlich kompliziert. Den gehen wir jetzt mal anschauen. Nenniken, Greifensee, ziemlich vertrackt. Jetzt sind wir hier an diesem Punkt. Und früher hat das so ausgesehen. Wisst ihr nicht, was das ist? Nein. Das ist die Grenze zwischen Nenniken und Greifensee. Ich habe mir gedacht, was das mit Grenzen hat zu tun. Und hier ist die Grenze. Nenniken hat gerade beim Bahnhof das Gleis 1. Da gehen wir jetzt mal rein schauen. Ja, grüezi miteinander. So. Das Nenniken hat das Klärs. Was ist echt da hinter dem Haus? Das Nenniken hat ein Schulhäuschen, wie in allen Aussenwachten. Und auch da hat es ein Türmchen drauf und auch diese Glocke schallt. Und das Nenniken hat selbstverständlich ein Bänkchen. Als letzte von unseren 4 Tagebau zu Oster, zu den Ostermer Aussenwachten, besuchen wir Nenniken. Wir haben wieder 3 Gäste auf dem Podium. Ich freue mich, wenn möglichst viele kommen, am Donnerstag, 23. Mai, am 8. Uhr, im Kulturhaus Zentral zu Oster.